In dem hier gezeigten Video sehen Sie Szenen, die sich laut Quelle dieses Silvester in Berlin abgespielt haben, schreibt Jürgen Fritz, und Imad Karim hat die Passagen, in denen arabisch gesprochen wird, übersetzt. Imad Karim schreibt: Nein, das ist nicht harmlos, was wir hier in diesem Video sehen und hören. Für mich, der ich arabisch verstehe, noch weniger. Laut Imad Karim hört man dort junge Männer mit syrischem, palästinensischem und libanesischem Dialekt arabisch sprechen. Sie sagen: Schießt auf sie, schießt. Los, Junge, los, Kameraden, schießt auf ihn da. Schießt auf sie, schießt. Dann auf Deutsch: Die verwendeten Redewendungen zeigen für ihn, dass die Männer bereits Kampferfahrung haben und nicht hier geboren sind. Imad Karim schreibt weiter: Das sind jene, für die an Bahnhöfen geklatscht wurde. Das sind jene, die hierher gekommen sind und betteln Zuflucht und Schutz forderten. Das sind jene, die Grenzpolizisten angegriffen haben, wenn diese sie aufzuhalten versuchten. Das sind jene, die die Richter womöglich aus Angst immer milde verurteilten. Ich bin mir leider sicher, dass es dieses Land, so wie ich es bisher 41 Jahre kennenlernen und schätzen durfte, für meine Nachfahren nicht mehr geben wird. Ich hoffe nur, dass sich nach mir die Aufrichtigen zusammentun, unabhängig von Abstammung und Hautfarbe, um gemeinsam die importierte Gewalt und Menschenverachtung mit möglichst wenig Blutvergießen dorthin zurückzuschicken, wo sie hergekommen sind, respektive zum Teufel jagen. Dieses Land ist schützenswert, aber nicht mehr adäquat schützbar, warnt Imad Karim.